Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem iPhone 16 Pro Max ein Bildschirmfoto machen könnt, also einen sogenannten Screenshot. Dafür brauchen wir die Tasten, und zwar genauer gesagt die Ein- und Aus-Taste hier oder Seitentaste, je nachdem, wie man sie nennt, und gegenüberliegend die Lauter-Taste. Und wenn wir diese beiden Tasten jetzt ganz kurz zusammenklicken, dann haben wir schon unser Bildschirmfoto. Danach habt ihr hier noch die Vorschau von dem Ganzen, und wenn wir die mal anklicken, haben wir sogar noch mehr Optionen. Ne? Denn jetzt können wir zum Beispiel einen Teil hier ausschneiden, was super praktisch ist, wenn ihr zum Beispiel ein Bild haben wollt von einer Webseite. Ne? Dann müsst ihr nicht alles hier mit einem Screenshot machen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ein bisschen was reinzumalen in den Screenshot. Wenn ihr die Stifte jetzt hier nicht habt, könnt ihr hier oben klicken auf dieses Stifte-Symbol, dann kommen die. Sucht euch den Stift aus, ne? Und dann geht es hier los, dann könnt ihr was reinmalen hier. Ja? Oder highlighten, je nachdem. Hier mit dem Symbol könnt ihr das auch direkt teilen, zum Beispiel mit WhatsApp, Telegram und so weiter und so fort. Oder über Fertig können wir es auch direkt in die Galerie schicken, ja? Zum Beispiel bei den Fotos oder zu den Dateien oder halt von mir aus zu den Notizen. Ja? Bin ja der Freund der Fotos, ich mache das jetzt mal unter Fotos. Okay, und bei mir sind die natürlich jetzt entsprechend bei den Fotos, den Screenshots, und zwar, da ist er. Ja? So, wem das jetzt so unübersichtlich ist bei den Fotos, weil es gibt ja dann doch eine ganze Menge andere Fotos hier von der Kamera und so weiter und so fort, da gibt es, wenn wir mal weiter runterscrollen, hier auch so einen eigenen Ordner bei angepinnte Sammlung. Der schimpft sich hier, wenn wir mal rüberziehen, hier Bildschirmfotos. Ne? Und da findet ihr wirklich ausschließlich eure Bildschirmfotos. Also super praktisch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank, ist eine riesen Unterstützung für meine Videos. Und ja, ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht mit ein paar mehr Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.